Ja, hallo, hier ist mal wieder der Matthias vom Cyberblock und ich habe ein neues Testgerät vom Cyberport bekommen. Wie man sieht, verpacken die das jetzt auch alles ganz umweltfreundlich hier. Es handelt sich dabei um das neue und erste Notebook von Nokia. Nennt sich Booklet 3G. 3G, weil halt ein UMTS-Modem eingebaut ist. Preis steht hier gar nicht drauf, kostet aber aktuell 749 Euro. Und das ist begründet darin, dass einige Specials eingebaut sind. Kann ich mal drauf gucken, schauen wir mal, ob wir sehen. Steht auf jeden Fall drauf. Nokia Booklet 1, Typ RX72, okay. CPU Intel Atom Z530, 1,6 GHz, also die etwas größere aus der Z-Reihe. 1 GB Memory ist eingebaut, 120 GB Festplatte ist eingebaut und das Display ist auf 10,1 Zoll hochauflösend. Das heißt, es hat 1280x720 Punkte in der Darstellungsmöglichkeit. Wie ich schon im Blog geschrieben habe, hat Johannes von newgadgets.de das System schon mal beim Windows 7 Launch auf Video gebannt und die Vor- und Nachteile geschildert. Hier noch ein schönes blaues Paket, einen blauen Karton. Sieht erstmal sehr schick aus. Booklet 3G steht nochmal auf der Seite. Auf der Rückseite HDMI, Bluetooth als Werbung. Ja, richtig, es ist auch ein HDMI-Anschluss dran, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Und ganz nett kann man hier aufziehen, wie so eine Schublade offensichtlich. Jo, das sieht natürlich super aus. Schönes Package. Das ist aber wahrscheinlich auch bereits leer. Also da versteckt sich nichts mehr. Schön stabil. Sollte das Booklet gut geschützt sein drin. Das sieht ja schon mal schick aus von hier oben. Ist aber wohl nur eine Folie, die drüber ist. Da haben wir es schon mal eingepackt. Ich gucke zuerst mal nach dem Zubehör. Ein nettes Bändchen hier noch drin. Okay, das können wir so öffnen. So, rausheben. Okay. Da ist noch mehr drin. Ganz nett gemacht von Nokia. Hier finden wir in dem Päckchen aus. Nachtrag zur Bedienungsanleitung. Einige Hinweise zu den Funkempfängern wieder. Nochmal ohne Bedienungsanleitung. Get started guide. Erste Schritte auf Deutsch. Okay. Da haben wir nochmal drin. Das sieht aus wie ein Datenkabel. Vielleicht zu einem Telefon. Muss ich mir durchlesen. Es stand auf jeden Fall in der Beschreibung schon dabei, dass ein Datenkabel dabei ist. Was ja auch ganz sinnvoll ist. Schließlich handelt es sich bei dem Hersteller um Nokia. Und Nokia macht ja auch Handys. Das ist ein Kopfhörer, der auch als Mikrofon funktioniert, also ein Headset, das man in den einzig vorhandenen Audioanschluss anschließen kann. Ich stecke es erstmal direkt wieder rein, damit es nicht verloren geht. Und noch mehr Zubehör finden wir hier drunter. Das ist einmal ein Netzkabel, das ist ja mal spezialkurz. Ein kleines Mausohrenkabel. Da müsste ja das eigentliche Kabel vom Netzteil hoffentlich ein bisschen länger sein. Das werden wir sicher auf der anderen Seite finden. Selbstverständlich. Schickes rundes Netzteil mit einem längeren Kabel, mit einem längeren dünnen Kabel, was ja auch eigentlich okay ist. Nur bei mir zum Beispiel im Wohnzimmer hängt auf der Höhe eine Steckdose und dann hängt das. Würde das Netzteil jetzt da dranhängen mit etwas Zug. Aber gut, es scheint alles stabil zu sein, dass das wahrscheinlich auch aushält. Schick, ein bisschen glänzend hier. Und wie gesagt, ein schönes langes Kabel. Netzteil von den Werten her 19 Volt, 1,56 Ampere. So, dass man es rausheben kann eigentlich. Beschäftigen wir uns endlich mit dem MacBook. Notebook von Nokia, 10 Zoll.
genau wie die herkömmlichen Netbooks eigentlich. Hat eigentlich auch einen Netbook-Prozessor drin, das ist ein Atom Z530. Ist aber natürlich mit 750 Euro ein bisschen teurer als ein gängiges Netbook. Müll brauchen wir auch nicht hier. Und das sieht eigentlich sehr schön aus. Ist total schlank. Abgerundete Ecken. Sehr gut eingearbeiteter Akku. Das sieht super aus. Keine Windows-Lizenznummer unten drunter. Da wollen wir es mal öffnen. Schön, sieht gut aus. Ist glossy Display. Und am Rahmen, ich weiß nicht, ob man es sieht, es geht halt nicht ganz bis zum Rahmen das Glas, sondern nur über das Schwarze hier hinaus. Ist ein ganz, wenn man fühlt, ein Gummi zwischen. Also, dass das halt auch recht gut hier zusammenschließt. Man kann es öffnen ohne irgendein Scharnier. Oh, dann gucken wir auf der Seite. Okay, gucken wir uns das Booklet 3G mal von der Seite an. Auf der linken Seite befindet sich im hinteren Bereich der HDMI-Ausgang, zweimal USB und dann der angesprochene Audioanschluss, der halt einen Headset-Anschluss aufnehmen kann und Mikrofon und Kopfhörer gleichzeitig halt bedient. Ganz vorne ist nochmal ein Lautsprecher und hier auf der Vorderseite, die übrigens auch echt schick ist, mit dem, überhaupt das Ganze mit dem Alu und so weiter, sieht sehr schick aus. Da befindet sich erstmal gar nichts. Auf der rechten Seite auch wieder vorne der Lautsprecher. Dann eine kleine Freifläche und daneben der Ein- und Ausschalter. Hier haben wir ein Kläppchen. Das öffne ich mal. Und dahinter befindet sich, jetzt sieht man es, der SD-Karten-Slot und SIM-Karten-Slot für das UMTS-Modem. Daneben nochmal USB und halt der Netzanschluss. Ja, unten drunter, wie gesagt, das sehr schön eingearbeitet, gefällt mir gut. Hier der Akku, sehr flach drin. Überhaupt ein ziemlich flaches Gerät. Die exakten Daten könnt ihr natürlich im Artikel nachlesen. Sieht super aus. Auf der Rückseite sind auch keine Anschlüsse. Ist kein Akku-Wulst oder sonst irgendwas, nur hier so eine kleine Erhöhung für die Scharniere. Was ich ziemlich schön finde. Mal gucken, ob ein bisschen Saft drauf ist. Mal einschalten. Sieht momentan nichts. Doch, da kommt eine blaue LED, sind ein paar LEDs auch. Im unteren Bereich unter dem Bildschirm. Das habe ich vielleicht wieder ausgeschaltet. So, die LEDs gehen an. Da wird die Festplatte gelesen. Kommt Nokia, ein Begrüßungsbild. Ich denke, Windows 7 Starter wird jetzt starten. Das müssen wir natürlich nicht unbedingt sehen. Die Ersteinrichtung. Ja, macht einen guten Eindruck, das System. Schick. Leider hier mit so einer glänzenden Oberfläche wieder die Fingerabdrücke sehr gut aufnimmt. Aber gut, wollen wir mal drüber hinwegsehen. Dafür ist der Rest ja wirklich sehr schick gemacht. Mit dem Schwarz und Silber abgesetzt. Das gefällt. Edel. Glückwunsch Nokia für diesen ersten Wurf, gefällt mir gut, ist tatsächlich ein Netbook der zweiten, zweieinhalbten Generation, könnte man sagen, vor allen Dingen mit den vielen kleinen Gadgets hier, UMTS, GPS eingebaut, etc. Ja, ich werde das nochmal durchtesten, ist natürlich wie gesagt auch ein bisschen teurer, 750 Euro, gucken, ob es das Ganze wert ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.